Ja, Leute, es ist endlich soweit. Nach Abi-Stress und meiner Erkältung komme ich endlich mal zum Ergebnis der Community-Wahl. Und das zur Wahl vom April. Das ist wahrscheinlich das Ergebnis mit der längsten Verspätung. Aber ich hoffe, ihr könnt verstehen, warum das so ist. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht, wann das hier rauskommt, weil das Ganze halt immer so viel Arbeit ist. Ich hoffe einfach mal, es kommt ja am 10. raus. Mittlerweile hat auch schon die neue Community-Wahl angefangen, beziehungsweise ist sie schon wieder fast vorbei. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Von dem Zeitpunkt, wo das Video rauskommt, habt ihr noch diesen Tag und den nächsten Tag, um abzustimmen. Also wenn das noch am 10. kommt, geht es bis zum 11. und wenn es am 11. kommt, noch bis zum 12. Aber ich will mir ein bisschen Zeit lassen, um mich nicht zu bearbeiten. Weiterhin ist meine Stimme nicht allzu nice, aber ich hoffe auf jeden Fall, es geht. Ich würde aber mal sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, denn wir beginnen mit der Wahlbeteiligung. Bei der letzten Wahl hatten wir eine der höchsten Wahlbeteiligungen ever mit und es war natürlich schwer, es wieder zu erreichen auch. Und es ist auch ein wenig runtergegangen. Dennoch bleiben wir dreistellig und hatten auch 116 Stimmen. Und ich musste natürlich jede einzelne mal wieder durchgehen. Vielleicht soll ich auch mal sagen, dass ihr für die ganze Mühe gerne mal ein Like da lassen könnt. Denn das würde das Video wie immer unterstützen. Und wenn euch Videos für das hier gefallen, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Damit kommen wir tatsächlich auch schon mal zum Ergebnis. Irgendwie relativ zügig heute mit. Vielleicht aber auch mal nice. Auf dem ersten Rang haben wir ein bekanntes Gesicht. Da haben wir nämlich die SPD. Die erreicht diesmal 14,7%. Beim letzten Mal waren sie ja wirklich überragend und diesen riesigen Vorsprung haben sie im Vergleich zum März wieder verloren. Es sind Verluste von über 4%. Das sind tatsächlich aber auch die höchsten heute mit. Generell würde ich sagen, es war eine Wahl, wo sich die Parteien eher angeglichen haben. Denn die meisten kleineren Parteien haben eher leicht gewonnen. Wir kommen damit auch schon mal zu Rang 2. Da haben wir nämlich die Grünen. Die erreichen 12,1% und haben damit Gewinne von fast 2%. Damit haben sie den Abstand zur SPD deutlich verkürzt. Auf Rang 3 haben wir dann die FDP. Die erreicht 10,3% und sie haben tatsächlich Gewinne und zwar von 0,12%. Das ist nicht viel, aber ein Sitz. Auch leicht gewonnen hat die CDU. Die erreicht 9,5%. Wahrscheinlich ist es sogar eines ihrer Top 3 Ergebnisse bei den Wahlen hier. Sie gewinnen 0,9%. Auch gewonnen hat die AfD auf Rang 5 und zwar 0,5%. Das sind diesmal 7,8%. Aber es ist noch eher entfernt von ihren besseren Ergebnissen. Bei der nächsten Partei muss ich erstmal schauen, denn hier haben wir die Linke. Und die erreicht, und das ist kein Scherz, genau 6,9%. Das ist also nice. Ja, ich habe mehrmals nachgeschaut. Gewonnen haben sie damit 1,8%. Das ist auf jeden Fall wieder besser als im echten Leben, aber auch nichts in Richtung Zweistelligkeit. Da waren sie ja, glaube ich, auch schon mal mit. Hier haben wir eine kleine Lücke und kommen dann zu die Partei. Die erreicht 4,3% und gewinnt 1,4%. Die nächste Partei hat die größten Gewinne heute mit. Tatsächlich sind das aber nur 2,1%. Das ist nämlich Volt. Und auch die erreichen 4,3%. Wir kommen zur DKP. Die erreicht 3,5%. Leichte Gewinne wieder von 1,3%. Eine der wenigen Parteien, die verloren hat, ist die MLPD. Die erreicht nur noch 2,6% und verliert 0,3%. Als nächstes haben wir eine Gruppe mit 1,7% und fangen an mit der B-Partei. Die gewinnt 1%. Das gleiche gilt für die Grünen aus der Schweiz. Neu drin wieder ist der dritte Weg, genauso wie die KPÖ. Für die sind natürlich die 1,7% Gewinner. Die SPÖ verliert ungefähr 0,5% und die Tierschutzallianz ist neu drin. Eine Partei, die deutlich verloren hat, ist die Tierschutzpartei, wahrscheinlich auch an die Allianz. Mit 2,7% sind sie nach der SPD der größte Verlierer. Damit haben wir Parteien mit 0,9%. Da fangen wir an mit der Bauernpartei. Die ist wieder neu im Parlament. Die CSU gewinnt leicht, ist aber die Partei im Deutschen Bundestag, die mal am schlechtesten ist. Wenigstens haben sie weiterhin Repräsentation. Team 25 gewinnt mal wieder leicht, wegen meiner eigenen Stimme. Wir werden auf jeden Fall unglaublich krass aufholen. Und die Freien Wähler machen es uns gleich. Lega aus der Schweiz ist wieder neu drin. Das waren sie ja schon mal vor einigen Monaten. Und auch Neos hat ein Comeback. Die ÖDP gewinnt leicht. Und die Partei des Fortschritts ist wieder drin. Die ich immer fast aus Versehen Partei der Vernunft nenne. Habe ich vielleicht schon gesagt und eigentlich geht das ja gar nicht wegen dem F im Namen. Aber halt mein Fehler irgendwie mit. PP ist wieder drin. Also die größte Partei aus Bulgarien. Und das erste Mal drin ist Solidare S. Das ist der französischsprachige Partner der Partei der Arbeit aus der Schweiz, also eine linke Partei. Die SVP gewinnt leicht, genauso wie das Team Todenhöfer und die Unabhängige ist wieder drin im Parlament. Und die letzte Partei ist das Zentrum. Sie ist auch die einzige aus dem Block, die verliert. Hier haben wir mal wieder alle Gewinne und Verluste wie immer. Und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, hatten wir heute eher wenige Parteien drin. Das Ergebnis ist auch im Vergleich zum Vormonat relativ gleich. Wie immer wissen wir, was jetzt kommt, und zwar das Ergebnis nach Wahlkreisen.
Ja Leute, wie ihr seht, haben wir tatsächlich endlich mal die Wahlkarte. Und ich hab's auch zu heute geschafft. Ihr wollt nicht wissen, wie viel Arbeit das hier wieder war. Wie immer haben wir hier nochmal die 50 Ausgleichssätze mit. Die gibt es by the way wegen Mathe. Denn durch die Wahlkreise könnte es sein, dass das Ergebnis nicht ganz proportional ist. Hier haben wir mal einen Vergleich mit einem ähnlichen System aus Finnland. Und das hier ist das Parlament. Diesmal haben wir da 32 Parteien. Und ja, ich würde auch sagen, das war's eigentlich heute so ziemlich mit. Ich hab euch mal alles gezeigt. Und bei der neuen Wahl könnt ihr immer noch mitmachen. Also bis morgen zum 11. dann. In der Beschreibung findet ihr den Community Discord. Da könnt ihr gerne wie immer mal drauf joinen. Und da ich sonst nichts mehr sagen kann, sage ich einfach mal ciao.